Hallo, herzlich willkommen hier im Löwenzahn Fanclub und herzlich willkommen zur Peter Lustig Woche. Ja, wir möchten unseren Ehrenmitglied Peter Lustig eine ganze Woche widmen und deshalb werde ich unter anderem einige Videos posten. Ich werde mit euch zusammen ein paar Folgen anschauen. Das sind so meine Lieblingsfolgen von Peter und dazu werde ich ja ein bisschen dusselig quatschen, also erzählen, was mir an der Folge so gefällt. Und ich hoffe, euch gefällt's und ihr schaltet wieder ein. Und dazu gibt es bei uns auf der Facebook-Seite einige Bilder von Peter, die ich posten werde. Und das Ganze gipfelt dann, Entschuldigung, das Ganze gipfelt dann bei uns mit dem Fan-Treffen. Dort gibt es eine extra Ausstellungsecke oder ein Special sozusagen zu Peter Lustig, denn wir sagen, Peter, wir vergessen dich nicht, oder? Peter kann man gar nicht vergessen. Also, heute starten wir mit unserem ersten Video und zwar schauen wir zusammen eine Löwenzahn-Folge. Eine meiner Lieblingsfolgen aus den ersten zwei Staffeln ist Peter und der Butterberg. Und Thema war ja Milchprodukte. Es ist die Folge Nummer 18 bzw. 19. Es gibt ja immer die Produktionsreihenfolge und die Ausstrahlungsreihenfolge. Die Ausstrahlungsreihenfolge wäre dann die 19, basierend auf den ZDF-Informationen, die wir haben. Und die Folgennummer der Produktion wäre die 18. Jo. Die war 29 Minuten und 41 Sekunden lang, wurde dann im Zuge der Umstellung gekürzt auf 25 Minuten und 8 Sekunden. Ja, es wurde zuerst am 30.01.1983 um 14.10 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mann, da war ich 2 Jahre alt. Und die letzte Ausstrahlung war am 17.01.2001 um 8.30 Uhr im Kika. Schon 17 Jahre her. Wir haben jetzt 2018. Ganz schön lange. Also, liebes ZDF, kommt, gebt euch einen Ruck. Die Folge muss mal wieder laufen. Jo, Darsteller waren Peter Lustig, Helmut Kraus als Nachbar Paschulke, Ute Fitzkoska als Trude und A. Hauf als Amtstierarzt. Jo, dann führte Ulf Borchardt Regie, Sophie Brandes schrieb das Buch zusammen mit Peter Lustig, Ingo Herrmann war von der Redaktion daran beteiligt, sowie Gabriele Rötemeier. Kamera führte Wolfgang Hahn und Karl-Friedrich Koschnick. Hannes Boyer war für den Ton zuständig. Schnitt war Christiane Faslagic. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. So, Produktionsleitung war Horst Burkhardt. Für den Trick war Klaus-Hein Fischer zuständig. Jo. Für die Requisite Edgar Hinz. Gut. Musiken sind zu hören in der Folge. Mann, was wir alles rausgefunden haben. Nein, das war nicht ich. Es gibt welche, die mit dieser App, die die Musik erkennt, jede Folge scannen sozusagen und dann die Songs rausfinden oder versuchen jedenfalls. Es ist nicht ganz so einfach. In der Minute 27:45 gibt es Side on Side Songbirds von Leo Kottke. Aha. Gut, na denn, werden wir mal die Folge starten. Wo haben wir sie denn? Peter und der Butterberg. So, wie gesagt, das sind eine meiner Lieblingsfolgen. Später erinnern. Und da haben wir schon Peter im Bauwagen beim typischen Lesen.
Und das ist etwas, was ich... Genau. Na so. Eine Kuh in meinem Garten. Ja, sag mal. Wer bist du denn? Hast dich irgendwo losgerissen, ne? Ja, sag mal, wie heißt du denn? Ne? Ja. Und wo wohnst du denn? Ja, das wirst du mir nicht sagen können. Aber du bist ja eine Milchkuh. Ja, fabelhaft. Also, wenn es dir gefällt, dann bleib doch einfach hier. Dann hätte ich jeden Morgen frische Milch. Peter, seit wann hast du denn eine Kuh? Alles Gute, seitdem. Sag mal, willst du immer noch Selbstversorger werden? Ja, warum nicht? Trude mit der Wilma Feuerstein-Gedenkkette. Aber wir wollten doch in den Zirkus gehen. Ja, eigentlich schon, aber das geht ja jetzt nicht. Ich muss auf die Kuh aufpassen. Ein Riesenteil. Sag mal, wie alt ist die denn? Och, die jüngste ist es nicht. Na, und woran erkennst du das? Das kann man an den Kauflächen der Zähne sehen und an den Hörnern. Siehst du hier? Junge Kühe haben ganz glatte Hörner und alte Kühe haben graue Hörner. Und außerdem hatte sie schon, Moment, das siehst du an den Ringen, 1, 2, 3, 4. 4 Kälber. Ja, die Kuhhändler, die feilen sogar die Hörner ab, bevor sie eine Kuh verkaufen, damit die jünger aussehen. Und woher weißt du das alles? Da warst du noch nie auf einem Bauernhof und hast einen Bauern gefragt? Ja, schon. Nee, war ich bisher auch noch nicht. Ah, Moment mal, ich muss erst einen Eimer besorgen, ja? Das Alter ist nämlich voll und dann muss sie gemolken werden. Ja, du hast deinen Stall sicherlich nicht gefunden, hm? Aber lange kann ich den Peter nicht behalten. Es gibt Probleme. Das glaube ich auch. So. Sag mal, Peter, woher kannst du denn das? Ich war doch mal auf einem Bauernhof zu Besuch. Aha. Nur weil man auf einem Bauernhof zu Besuch also auch, ist, dass die Kuh einen Stall braucht. Muss man gleich melken können und wissen, wie alt die Kuh ist. Und eine okay. Kuh macht Mist. Ich muss mal auf den Bauernhof. Ja. Also Peter, da kommen einige Probleme auf dich zu. Ja, das könnte sein, Rode. Aber lass mal überlegen. Also einen Stall müsste ich an einem Bauwagen anbauen. Ich liebe die Zeichnung von Klaus Heinfischer. Im Winter und wetterfest. Die Kuh kann ja erstmal im Garten grasen, aber sie darf nicht die Blumen und die Sträucher wegfressen. Da muss ich also täglich Gras holen und Zusatzfutter geben. Und den Mist, na, den könnte ich doch sammeln und den Nachbarn geben für ihre Gärten. Und im Winter muss ich den Mist eben auf einen Haufen schichten. Ja. Ja, das ist alles viel Arbeit. Aber ich kann es schaffen. So. Ja. Seht mal, schon so viel Milch. Na, was sagst du dazu? Prima, Peter. Jetzt hast du jeden Morgen und jeden Abend frische Milch. Genau. Aber du musst dich auch um die Kuh kümmern. Und das ist gar nicht so einfach. Naja, das stimmt schon. Aber sieh mal, Trude, ich habe doch nur eine Kuh. So ein Bauer hat natürlich viel Kühe. Lustig ist natürlich, zu dem Zeitpunkt gab es wohl noch nirgendwo Zäune. Sicher, weil was ein richtiger Bauer ist. Die Kuh kam ja vom Bauern und muss ja irgendwo durchgelaufen sein. Und ich glaube ja nicht, dass Peter der einzige Garten ist. Und ab und zu ein Baum. Ohne Zäune. Aber wie es ausschaut. Abends gibt es dann noch Kraftfutter. Und aus den kleinen Näpfen da neben den Kühen kommt Trinkwasser. Sehr praktisch. Von oben kommt das Stroh. Nur, das wird nicht lange so sauber bleiben. Tja, das muss ja auch sein. Kühe haben nun mal keine eigene Toilette. Mist muss weg. Ja, und bei so viel Kühen lohnt sich dann schon ein Mistbagger. Und eine betonierte Mistgrube. Heute ist das ja etwas anders. Heute wird ja aus allem Biogras gemacht. Jedenfalls habe ich das Gefühl.
Ja, richtig. Die Kühe müssen ja auch gemolken werden. Aber nicht mit der Hand. Das macht heute keiner mehr. Sondern mit der Melkmaschine. Und heute wird darauf geachtet, dass sie nicht da unten im Stroh landen. Ja. Jetzt wird die Sauggeräte abgesaugt. Das ist ja unhygienisch. Filter, Rohre, durch den ganzen Kuhstall hindurch in einen Sammelbehälter. Sieht schon lecker aus. Also, da bleibt sie aber auch. Wenn man nicht keine Milchintoleranz hat. Da kommt schon der Tankwagen von der Molkerei. MOS. Nicht in Berlin. Nein, der bringt kein Benzin, der holt die Milch. Zu dem Zeitpunkt gab es ja hier in Berlin fast 20 Liter. Noch einige so eine Hinterhöfe, wo Kühe gehalten wurden. Hat mir meine Mutter auch erzählt. Also es war gar nicht so selten, dass Kühe hier in der Großstadt noch waren. Zu dem Zeitpunkt 83. Milchkühe. Milch, Milch, Milch. Morgens Milch, mittags Milch, abends Milch. Ein Leben für die Milch. Na Peter, gibt es denn schon frische, gute Morgenmilch? Klar, Tode. Du kannst frische Milch haben oder Milch vom Montag, vom Dienstag, vom Mittwoch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit der vielen Milch. Die Kuh ist so produktiv. Na, dann seid ihr doch auch produktiv. Milch kann man doch auch verwenden. Ja, die meisten doch. Na, wenn du schon so viel Milch hast, könntest du doch eine kleine Molkerei aufmachen, hm? Peters Kleinmolkerei. Das ist eine gute Idee. Man kann doch so viele Sachen selber machen. Quark, Joghurt. Wenn Fritz das heute versuchen würde, dann käme gleich Herr Klute an und dann gibt es vom Ordnungsamt und er müsste den ganzen Bauwagen absperren wegen nicht hygienischen. Kennst du die Geschichte ein? Kennst du die? Nein. Damals war das ein bisschen einfacher gehalten. Finde ich eigentlich auch besser. Die Geschichte von den Weil nicht jedes Mal die Sahne gefallen sind. Muss man gleich mit dem Gesetz drohen, finde ich. Das muss einfacher gehalten werden. Zwei Frösche, die hineinsprangen. Wie sie Butter machen und eine enthüllt. Das Zeug schmeckte gut, fand der eine. Und schleckte und schleckte und schlürfte und schmatzte und wurde immer dicker. Krass ist ja auch, wie viel Zeit damals sagte der andere. Für die einzelnen Geschichten war. Ich meine, die Hauptgeschichte mit Peter wurde, sieht man hier wieder ganz gut, wurde kontinuierlich weitererzählt. Aber es gab Zeit für ein Einspieler, zwei Einspieler, ich glaube so drei Einspieler bisher. Und er hüpfte und hüpfte. Trotzdem hat man was von der Hauptgeschichte mitbekommen und die Geschichte, die Themen wurden erklärt. Jetzt konnte nichts mehr passieren. Heute ist das alles etwas schneller oder sehr viel schneller und man hat keine Zeit für die Geschichten. Ja, so tatsächlich also aus Milch. Schon krass, wie sie es damals gemacht haben. Nicht mit Fröschen, aber in Maschinen oder in einem Butterfässchen wird die Sahne so lange geschlagen, bis Butter draus geworden ist. Aber um aus Milch etwas Neues zu machen, muss man eigentlich überhaupt nichts tun. Ich hatte doch so schrecklich viel Milch, Bruder. Ja. Und sie ist stehen geblieben. Ich habe nicht weiter daran gedacht und sie ist von ganz alleine dick geworden. Und jetzt habe ich Dickmilch. Eine fabelhafte Dickmilch. Ich habe auch rausgekriegt, dass wenn man ein Löffelchen Buttermilch dazu tut, dann geht es schneller. Und diese Dickmilch mit Zucker. Mhm. Ach Peter, daraus kann man auch Quark machen. Ach, das geht? Ja, hast du mal ein Stück Bindfaden und ein Tuch? Ein Stück Bindfaden und ein Tuch, ja. Ich mach das mal hier frei. Ein Tuch und Bindfaden. Das sieht doch nicht aus. Schlüssel? Kann ich da einen Schürzer haben? Ja, natürlich. So, jetzt brauchen wir noch ein Sieb. Als wenn das Peters Schürze wäre, mit Rüschen unten drauf. Das Sieb tun wir hier rein. Jetzt legen wir das Tuch. Das ist so eine klare Frauenschürze. Ich glaube nicht, dass Peter sie genutzt hat. Was meint ihr? So, und jetzt tun wir die Dickmilch hier rein. Die Dickmilch da rein. So. Ja, jetzt müssen wir die Zipfel hier hochnehmen. Und das darüber festbinden. Ah ja. Siehst du? Moment. So. Dass nämlich das Wasser da unten rauslaufen kann. Ja. Ist aber kein Wasser, das heißt Molke. Molke. Und das Dicke bleibt oben drin. Ja, genau. Ah ja. Weißt du, und dass das gut abtropfen kann, tu es am besten mal darüber über den Ausguss. Ja, genau. So. So
ähnliche Szenen. Na, sag mal. Da läuft schon die Wolke unten aus. So ähnliche Szenen sehen wir heute ab und zu, wenn Jasmin mal eine größere Rolle hat und Fritz etwas beibringt. Also so winzig, ich finde, das könnte ruhig öfter sein. Mikroskop sehen kann. Bakterien. Ich finde die, Parallelen zu Trudel und Jasmin sehr offensichtlich. Jasmin ist halt die moderne Version von Trudel. Die sind auch sehr nötig bei der Käsebereitung zum Beispiel. Ohne die wird es auch keinen Käse geben. Also auch im Käse sitzen diese Milchsäurebakterien. Och Peter, du hör doch endlich auf mit deinen wissenschaftlichen Vorträgen. Herrlich. Weißt du, finde ich cool. Am besten wir lassen das bis morgen hängen. Mhm. Und dann kannst du ein bisschen Salz reinmachen und Schnittlauch und auch noch andere Kräuter. Und dann hast du den besten Quark der Welt. Hier sieht man noch schön, mal, der Bauwagen hatte damals noch eine einfache Deckenkonstruktion. Ist schon ein bisschen kompliziert, also wenn ihr in die ersten sagen. Folgen schaut. Ja, das würde schon mal interessieren. Na, sag mal. Großes Käserad macht. Dazu geht man am besten sehr früh morgens in ein kleines italienisches Dorf. Wenn ihr also die ersten Folgen anschaut, hat der Bauwagen eine dunkle Decke. Ab Staffel 3 oder 4 war das, ist es eine andere Decke. Weil das ganze Dachkonstrukt ist nämlich zusammengebrochen oder war schon angebrochen. 20 Liter von Signore Paletti. Weil die haben ja einen normalen Bauwagen genommen und der Kameramann stand immer, wenn sie auf der Dachterrasse gefilmt haben, oben drauf. 20 Liter von Giovanni. Und also das ganze Kamerateam, der Tonmensch frische, und so. Köstliche und irgendwann ist dann sind die Dachbalken gebrochen. Und die wandern erstmal in einen kupfernen Bottich. Das musste dann erneuert werden. Da wird sie erwärmt nicht gedacht. Und gerührt. Aha, sie gerinnt schon. Temperatur stimmt, ja. 3 drin sind auch wieder die Milchsäurebakterien. Ohne die läuft nichts. 12 Minuten um und ich glaube der 5. Beitrag. Milch wird immer bröseliger. Na ja, das ist doch schon ein fabelhafter Hüttenkäse. Aber wir wollen ja was anderes. Zuerst wird mal die Molke abgepumpt. Die vergessen wir mal. Wichtig ist, was jetzt noch im Bottich schwimmt. Der Weißkäse. Ich könnte Peter stundenlang zuhören. Ich finde, er hat eine ganz besondere Stimme. Genau, ist genauso wie Trude. Für die Erklärfilme und so. Kommt das Ganze in runde Formen. Bin ich. Sehr schön. Die Art der Musik, diese einfachen der Weißkäse. Instrumente hier, einfach bloß Gitarre oder eben, ich glaube, eine Zither war das, ein ganz Rest einfach Molke gemacht, noch ausgepresst, aber effektiv. Und die Käsebrösel wachsen jetzt zusammen. Na, das dauert ein bisschen. Warum man da gerade ein Video aus Italien nehmen musste. Als wenn in Deutschland kein Käse hergestellt wurde zu dem Zeitpunkt. Aber naja. Na, wie sieht er jetzt aus, der Käse? Wie ein Käse. Aber fertig ist er noch nicht. Erstmal in ein Salzbad. Da kriegt er den richtigen Geschmack. Danach muss er noch trocknen und sich ausruhen. Ja, ein guter Käse braucht auch Zeit.
hatte man damals mehr als genug. Im Prinzip werden alle Käsesorten so hergestellt, alle aus Quark. Aber Quark hat noch etwas Gutes. Da kommst du nie drauf, Peter. Oh, Quark ist bekömmlich. Stimmt, aber das meinte ich nicht. Du darfst noch mal raten. Die Szene, die jetzt kommt, die... Man kann den auch mit Marmelade. Die war schwierig zu filmen. Stimmt. Denn aber denk mal an etwas anderes. Trude schmiert sich ja hier aufs Gesicht. Quarkkuchen? Quark, ne, ist ja gut für die Haut. Aber eine Quarkmaske. Etwas anderes. Das Problem war einfach bloß im Trude, Bauwagen. Ist dir schlecht? Wie siehst denn du aus? Hast du noch nie was von diese, einer diese Quarkmaske schmolz nämlich sehr schnell dahin, weil in dem Bauwagen standen die Scheinwerfer und es war sehr warm drin. Und laufend rutschten die Gurkenscheiben runter und sie mussten die Szene mehrmals drehen. Was ich brauche, ist eine Idee, wie ich meine Dickmilch loswerde. Joghurt, wie ist es denn damit? Sieht man auch gut, wie fleckig hier das unten ist. Kultur? Was hat denn das mit Kultur zu tun? Ach so, eine Bakterienkultur. Ja, richtig. Sie muss ja die ganze Zeit so sitzen bleiben. Bakterien. Und wenn Bakterien so auf einem Haufen sitzen, nennt man das eine Kultur. Die sitzen da in der Milch und vermehren sich und wachsen und arbeiten darin wie eine kleine chemische Fabrik. Ja. Übrigens, die Bakterien, die im Käse arbeiten, die könnten doch eigentlich die Löcher darin machen. Wie kommst du denn jetzt wieder auf Löcher im Käse? Naja, irgendwie müssen es muss ja aufgepasst werden, dass es nicht auf ihr Hemd kommt und man so. Schießt das nicht rein, tropft die ganze Zeit runter. Auch nicht in den Käse. Ne? Und die ganze Szene, die wir jetzt gesehen haben, da saß sie dann da mit der Quarkmaske und die lief immer weg. Ah, der klassische Käselochfilm, den wir später bei Wie kommen die Löcher in den Käse nochmal sehen. Nur mit anderem Ton. Davon träumt denn, wo Paschulke denn kommt und will ein Preisrätsel machen und fragte Peter, wie kommen da Löcher in den Käse? Und Peter liegt in seiner Hängematte und träumt dann diesen Traum. Auch wieder schön gemacht von Klaus Heinz Fischer. Genau, so kommen die Löcher in den Käse. Interessant, wie die Vertonung hier anders ist. In der späteren Folge gibt es ja, glaube ich, noch eine Hintergrundmusik und so. Das ist etwas anders. Und der Kontrolleur, jetzt muss er ein Loch machen. Mit seinem riesigen Finger. Wow. So dramatisch kommen die Löcher ja nicht in den Käse, sondern es sind mal wieder die Bakterien, unsere kleinen Helfer. Die sitzen ja im Käse und arbeiten wie lauter kleine Chemie. Wenn ich mich nicht irre, die Fotos, die hier oben stehen, ich glaube, das ist Peter mit seinem Opa. Wie wenn ein kleiner Mann im Käse, wenn er noch weich ist, lauter kleine Luftballons aufbläst. Also Peter, da hat Peter eigentlich immer sehr Wert drauf gelegt, dass die Fotos, die sie verwenden, echte Fotos sind. Dicke, saure Milch. Kommt jetzt hier rein. Ja, aber jetzt brauchen wir doch die Joghurtbakterien. Wo kriegen wir denn die her? Na gut, dann nehmen wir einfach einen Joghurt aus dem Supermarkt. Ach ja, da sind sie ja drin. Na eben. Sag mal, Trude, wieso gibt eine Kuh eigentlich Milch? Ach, also Peter, du kannst Fragen stellen. Man wird ja nochmal dumm fragen dürfen. Gut, also, eine Kuh gibt nur Milch, wenn sie ein Kalb geboren hat. Und das Kalb, das bleibt dann mindestens 3 Tage bei der Kuhmutter, weil die Milch einen Stoff enthält, der es vor allen Krankheiten schützt. Und das ist auch bei anderen Säugetieren so. Die Milch der Tiermutter enthält alle Stoffe, die ein Tierbaby zum Leben und zum Größerwerden braucht. Übrigens, auch Menschenbabys brauchen die Milch aus der Brust der Mutter als erste und wichtigste Nahrung, damit sie groß und kräftig werden. Milch kommt also immer nur von einer Kuhmutter, hm? Ja. Danke, so, und jetzt machen wir Joghurt. Er weiß, wie alt eine Kuh ist, wie man eine Kuh melkt, aber er weiß nicht, woher die Milch, warum die Milch. Etwas von dem Joghurt, den ich vorhin geholt habe. Manchmal ist es
sehr seltsame Mischung in den ersten Folgen, wie naiv und wie wissend Peter ist, finde ich. Das hat sich später gelegt. Ist ja auch mit einem Grund, warum Trude auch nicht mehr auftauchte, weil sie die Figur des Peters ziemlich geändert haben. Das sind die Sachen frischer und ohne chemische Zusätze, nicht? Ja, oder bei mir. Ich habe ja schließlich jetzt auch eine Kuh. Ich bin Kleinbauer. Und ich verkaufe echte Milchprodukte viel frischer. Direkt von der Kuh zum Verbraucher. Ohne den langen Weg vom Bauern über die Molkerei. Ja, richtig. Da ist ja wieder unser Tankwagen von vorhin. Bringt die Milch vom Bauernhof. Umpumpen und kühlen. Und Video Nummer 7? Einspieler Nummer 7, glaube ich. Oder 6? Pasteurisiert, homogenisiert, evaporisiert, filtriert, zentrifugiert, elektronisch, kontrolliert. Eieieiei. Bleibt denn da überhaupt noch was übrig? Ja, doch. Hinten kommt was raus. Milch in Tüten. Die ist zwar immer noch weiß, aber so richtig frische Kuhmilch ist es nicht mehr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine frische Kuhmilch gefunden. Dafür hat sie auch einen Datumstempel. Und eine schicke viereckige Verpackung. Aha, das gibt Butter. Ja. Hier wird sie geknetet. Und da wird sie verpackt. Fleißig, fleißig. Greift so eine Maschine nicht mal daneben? Das gäbe doch einen schönen Matsch. Nee. Seltsam, ich sehe keine Leute. Nur Maschinen. Und die Maschine hier macht Joghurt. Maschinenjoghurt. Gelben, roten, grünen Joghurt. Wenn das die Kühe sehen könnten. Tja, so gemütlich wie in der kleinen italienischen Käserei kann es hier leider nicht zugehen. Ich würde mal interessieren, wie die Fabrik heute aussieht. Ein Labor gibt's auch hier. Das prüft, ob die Maschinen auch richtig arbeiten. Also, das habe ich alles nicht nötig. Und Herr Paschulke. Lustig. Tag. Was darf's denn sein? Ein Liter frische Milch. Richtig. Und etwas Quark heute. Etwas Quark. Gut. Ich sehe. Wenn man bedenkt, er lässt die Milchprodukte da im Regal stehen. Die leben ganz gut zusammen. In Bärstadt ist ja immer Sommer, also. Und ich störe die Das geht ganz gut. So ganz ungekühlt würde ich die jetzt nicht trinken. Da brauche ich noch Heu. Oder Zusatzfutter. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Also, das schaffen Sie schon, Herr Lustig. Ich muss wirklich sagen, auf Ihre frischen Milchprodukte kann man gar nicht mehr verzichten. Es ist ja wirklich so, als ob Sie frisch vom Bauernhof kämen. Ja. Viel besser als im Supermarkt. Ja, das sage ich doch mal. So, da wäre hier Quark. Und die Milch. Wie wär's mit noch etwas Butter? Ach, nein, danke, das habe ich noch. Was macht's denn? 3,85 Mark. Oh, das ist aber preiswert. Mhm. Übrigens habe ich dann noch frischen Kuhdünger nächste Woche. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Danke. Guten Tag. Ach, guten Tag. Danke, Lunde. Also dann, auf Wiedersehen. Bis morgen. Wiedersehen. Peter, dein Geschäft geht ja prima. Ja, schon. Aber eine Kuh zu halten ist ganz schön schwierig. Morgens melken, abends melken, den Mist wegkarren, das Futter holen. Landwirtschaft ist gar nicht so einfach. Aber Peter, ich habe eine Adresse für dich. Und zwar von einem Bauern, der will dir Heu und Rüben verkaufen. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür mit meinen Milchprodukten hier verdienen kann. Ach Peter, das schaffen wir schon. Und da kommt ein Vorläufer von Herrn Klute. Guten Tag. Sind Sie Herr Lustig? Ja, das bin ich noch. Ich bin... Amtstierarzt, bitte. Aha, ein Amtstierarzt. Und uns wurde gemeldet, dass Sie eine Kuh unsachgemäß halten. Ist das Ihre Kuh?
Nein, die stand eines Tages hier im Garten. Und weil sie nicht wusste, wo sie wohnt, ist sie einfach hier geblieben. Und sie hat sich seitdem nie beschwert. Die Kuh ist ihnen also zugelaufen. Ja, dann müssen sie wieder zurückbringen. Ja, aber ich weiß doch nicht, wohin. Das lässt sich leicht feststellen. Kommen Sie mal bitte mit. Jede Kuh hat im Ohr eine Registriermarke, nicht? Hier sehen Sie das. Und danach kann man dann auch leicht den Besitzer ermitteln. Ja, richtig. Das hat der Bauer mir auch mal gesagt. Ja. Heutzutage, da geht es ja darum, ob die Kuh gesund ist und ob sie ein schönes Zuhause hat. Mit schönen, frischen Milchprodukten. Aber vielleicht reden Sie mit dem Bauern, dass und, er sie beliefert. Heutzutage würde erstmal sich jemand darüber aufregen, dass das alles nicht hygienisch ist und so eine Sache und dass man das gar nicht da machen dürfte. Und erst im Anschluss würde es um die Kuh gehen. Aber trotzdem zurückgeben. Und ehrlich gesagt, eine Kuh gehört aufs Land. Und er ist mal ein ganz normaler Mensch. Mein Traum von der Selbstversorgung ist mal wieder. Das finde ich viel schöner. Also ja morgen früh mal ohne viel Aufregung, einfach mal, schau mal, du machst was falsch, mach's mal anders. Gut, danke. So kannst du das Problem lösen. Finde ich viel besser. Dann fang ich schon mal an mit Abschied nehmen. Hm? Tschüss, du liebe Kuh mit deinen großen Augen. Das ist wieder Sternkrader Straße in Tegel. Ich habe telefoniert, jetzt weiß ich auch, wo die Kuh hingehört, nämlich zum Bauern Klöber. Bloß wo der Garten jetzt gerade war, also wo sie da gedreht haben, also ich habe nicht rausgefunden. Wenn ich sie hinbringen müssen, ja cool, dann wollen wir mal. Da haben sie die ganze Kuh extra nach Tegel gefahren, ist ja geil. Weil es ist ja nur, den Garten gibt es ja da gar nicht, das ist ja bloß der Zaun aufgestellt, Kameramann hin und das war's. Was für ein Aufwand. Und einmal quer durch die Stadt. Da sind sie am Kudamm, wenn ich mich irre. Oder am Tegel. Typisch Peter, mit der Kuh komplett durch die Stadt. Hoffentlich ist der Bauer Klöbner nett, dann hole ich mir nämlich die Milch von dem und mach daraus Quark und Joghurt und Butter. Übrigens, wenn bei euch in der Nähe ein Bauer ist, dann holt euch doch auch die Milch direkt von dem. Die ist wirklich frischer und probieren. Da ist noch alles drin. So, ich habe noch einen weiten Weg vor mir bis zum Bauern und bis ich wieder zurück bin, da habt ihr ganz viereckige Augen. Also, als wenn es damals noch kein Telefon gab, aber finde ich schön gemacht. Peter und die Kuh auch mitten im Menschengetümmel und jetzt an der Straße entlang durch Grüne. Sehr schön. Das ist so das, was ich an Löwenzahn so mochte. Einfach dieses Witzige. Jo! Und somit haben wir Peter und der Butterberg zusammen geschaut. Ich liebe diese Folge einfach, weil sie so unbeschwert ist. Ach, da ist eine Kuh, naja, dann bleibt die halt hier. Und was mache ich mit der Milch? Boah, ich verkaufe die einfach mal. Das fand ich als Kind schon ganz toll und finde ich heute auch noch sehr schön. Ist in der Zeit ein bisschen verloren gegangen, kann man vielleicht heute nicht mehr zeigen. Ich finde, Kinder sind nicht doof. Und ein bisschen weniger Schnelligkeit täte der heutigen Sendung auch schön, auch gut. Aber, na gut, so ist die Zeit heute. Und das war Peter und der Butterberg. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen aus den ersten zwei Staffeln. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Peter, wir vergessen dich nicht. Also, abschalten. Bis dann. Tschüss, tschüss. Nee, wo ist denn hier der Ausknopf? Ja, wo haben wir denn?